Ich spiele es ohne Lightgun. Ich spiele es mit Controller. Ich weiß schon, es ist eigentlich ursprünglich auch konzipiert gewesen als Lightgun-Shooter. Das ist wahrscheinlich auch die bessere Version, wie man das Spiel spielen kann und sollte. Aber wir hauen das jetzt mit dem Controller durch. Options. Schauen wir mal ganz kurz, was die Options uns bieten. Da will ich mal kurz reinschauen. Quick Search, Lenken, okay, Attack. Okay, es gibt basically, es ist wirklich auch witzig, es ist nicht das komplexeste Spiel, wie wir hier so schon sehen. Man kann die Figur lenken, man kann okay und attackieren drücken und man kann zielen. Das sind basically alle Optionen, die wir zur Verfügung haben. Gut, dann legen wir von mir aus los. Resident Evil Survivor, neues Spiel. Der Kater ist auch bereit. Hallo Kater, let's go. Ach so, eine Sache, genau, ganz kurz. Ich habe heute die neuen Holy-Sorten da. Und ich habe die schon probiert und ich finde beide sehr interessant. Es gibt jetzt zwei limitierte Weihnachtssorten, die ihr hier sehen könnt. Wir haben einmal Eistee mit Punschgeschmack und einmal Energy mit Bratapfelgeschmack. Und ich finde beide wirklich sehr coole, interessante weihnachtliche Geschmäcker. Der Punsch-Eistee ist wirklich, würde ich sagen, kalter Punsch. Schmeckt halt wie Punsch, den man nicht warm gemacht hat. Ist schon sehr lecker und sehr weihnachtlich. Echt auch cool, also kann man nichts sagen. Aber was ich wirklich interessant finde, ist der Energy Drink mit Bratapfelgeschmack, weil der ist mit jedem Schluck ohne Witz eine total weirde Geschmacksexplosion. Der riecht auch schon super intensiv nach Bratapfel, das ist wirklich crazy. Und der schmeckt irgendwie am Anfang relativ, ich weiß nicht, am Anfang fast ein bisschen mild glühweinig, dann kommt ganz stark der Bratapfel durch, richtig intensiv und dann plötzlich Zimtexplosion. Wirklich wahr. Es ist total verrückt. Der schmeckt super intensiv, super interessant. Der ist auch wirklich, ich finde den auch intensiv. Ich könnte nicht mehr als einen am Tag trinken oder so, aber das ist bei einem Energy Drink eher auch eine gute Idee. Ist aber super interessant und lecker. Und sehr weihnachtlich. Also den Eistee-Punsch kann ich grundsätzlich empfehlen, aber der schmeckt halt wirklich einfach wie Punsch. Ne? Da gibt es gar nicht so viel, was ich dazu sagen könnte. Und der Bratapfel-Energy-Drink, der ist crazy. Der ist richtig crazy. Könnt ihr gerne euch anschauen. Ne? Ihr wisst ja, mit dem Code LSBR 5 Euro Rabatt, LSBR 10 10 Euro Rabatt. Die sind ohne Zucker, alles. Bei Holly ist immer alles ohne Zucker. Die sind zuckerfrei, die sind vegan, die sind, umweltfreundlich und cool. Aber ne, das finde ich bei Holy wirklich, also ohne Witz jetzt, ganz ohne Werbung jetzt mal zu machen zu wollen, aber ich finde das wirklich so crazy, dass die alle zuckerfrei sind, aber man merkt es nicht. Das ist nicht dieser Süßstoffgeschmack, den man sonst so hat. Das finde ich schon sehr angenehm irgendwie, ich mag das. Ich habe es bei Watermelon so gehandhabt, dass ich dann mit der Hälfte Pulver anmische. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ich würde zum Beispiel auch beim Punsch empfehlen, ein bisschen weniger Flüssigkeit zu nehmen, weil ich finde den Punsch ein bisschen mild. Wenn man wirklich auf einen halben Liter einen Löffel macht, ist es mir persönlich fast ein bisschen zu mild vom Geschmack her. Ich mag es ein bisschen intensiver. Ich mag so 450 Milliliter Wasser, also wirklich nicht viel weniger, aber ein Ticken weniger. Dann finde ich den besser. Und andere sind dann wieder ein bisschen intensiv und so. Dann muss man wieder, aber kann man ja nach dem persönlichen Empfinden ein bisschen je nach Geschmacksrichtung modulieren. Seit Holy habe ich 10 Kilo abgenommen. Ohne Witz, echt? Ich glaub's dir, ehrlich. Ich kann es mir echt gut vorstellen. Bei mir kommt leider das meiste Übergewicht vom Essen. Deswegen hat mir Holy bisher da noch nicht geholfen. Aber es ist trotzdem geil, dass ich weiß, ich hab leckere Getränke ohne Zucker, die ich halt einfach auch wirklich so vor mich hin trinken kann, ohne schlechtes Gewissen. Das ist auf jeden Fall gut. Na gut, aber jetzt Resident Evil Survivor. Let's go!
Resident Evil. Resident Evil. Der spricht das irgendwie lustig aus. Okay, let's go. Ich freue mich drauf, wirklich. Ich habe gerade voll Bock drauf. In 1998, a disaster struck the quiet Midwestern residents of Raccoon City. An uncontrollable outbreak of the Umbrella-created T-Virus transformed the city into an inescapable death trap. To stop the outbreak from spreading, Umbrella Incorporated was forced to wipe out the entire city. However, this was not the only location where an outbreak occurred. Also und Bewegungsmangel natürlich, ne? Bewegungsmangel ist wahrscheinlich noch ein viel wichtigerer Punkt bei mir als Essen. Wenn man halt den ganzen Tag hier sitzt und Videos macht und streamt, ist schwierig. Attacke, Hilfe. Ich glaube, der ist tot. Das Wunder der Geburt. Und so werden neue Resident Evil Hauptfiguren geboren. Sie werden aus brennenden Hubschraubern plötzlich rausgeploppt. Kata, come on, muss das jetzt sein? Ich muss jetzt hier Resident Evil Survivor spielen. Steck deinen Hintern nicht immer so in die Kamera. Ich habe Kopfschmerzen und ich kann mich an nichts erinnern. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist diese Waffe. Ich muss mich erinnern. Ich muss überleben. Okay, let's go. Das. Oh, Cutscene. Oh. I don't remember anything. Who am I? Link geht's wieder besser auf jeden Fall. Der hat jetzt nochmal Medikamente bekommen. Der hatte anscheinend wirklich einfach nur eine schwere Blasenentzündung. Die Nieren sind in Ordnung. Und gucken wir mal. Ich muss dem jetzt jeden Tag mit so einer Spritze, also ohne Nadel, so die Medizin in den Mund rein injizieren. Und das findet er also überhaupt nicht gut. Da müssen wir jetzt nochmal eine Woche mit ihm kämpfen, jeden Morgen. Aber dann ist es anscheinend wieder gut. So. Carter, kannst du jetzt mal, das ist übrigens der Ganon, nicht der Linky, kannst du jetzt mal dich hinlegen, ne? Ist es okay? Gemütlich? Gut. Let's go. Ich finde das ganz interessant, weil ich gerade das Spiel nicht steuern kann. Weil im Grunde haben wir es ja hier mit dem ersten Resident Evil in der First Person zu tun. Und das kommt ja nach, so viel wir wissen, so ein bisschen der Urversion oder der Uridee von dem ersten Resident Evil relativ nahe. Ne? Das erste Resident Evil hätte ja tatsächlich ein First Person Shooter werden sollen, aber aus technischen Gründen wurde es das dann nicht. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen hat man diese Idee dann auch für Survivor tatsächlich wieder aufgegriffen. Mir gefällt es, dass Survivor im Stil von Resident Evil 2 ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen, schon als ich es kurz angespielt habe. Sehr viele oder fast alle eigentlich, ne? Resident Evil 2 Modelle wurden aufgegriffen. Und eigentlich nichts von Resident Evil 3 oder so. Ja, du siehst da Survivor. Du siehst richtig, Carlos. You look familiar, but. Oh. But I just can't remember. Ich kann den Teil gerade lore-technisch zeitlich gar nicht verorten. Ich hoffe, das ergibt sich im Spiel. Ich kann es euch gerade spontan tatsächlich gar nicht sagen. I know that this was no way for anyone to die. Aber ich weiß, dass es offiziell Kanon ist.
What? Oh, what? Und ich habe zwar nur kurz reingespielt, aber ich habe lang genug gespielt, um zu wissen, dass unsere Hauptfigur in dem Teil der absolut krasseste Killer ist überhaupt. Der killt halt einfach mehrere Licker gleichzeitig mit der Pistole. Dazu kommen wir noch. Das versuch mal in Resident Evil 2 Original. Also es gibt sicher Leute, die das gut hinkriegen, aber ich würde es nicht schaffen. It's locked. Ich finde, das Spiel hat aber schon eine sehr unheimliche Atmosphäre. Die Soundkulisse ist sehr minimalistisch, das mag ich gerne. Und die First Person trägt natürlich schon auch nochmal dazu bei, dass es unheimlich wird. Ich glaube, ich habe den Schlüssel von dem Zombie liegen lassen, der da vor uns gestorben ist. Tada! Ah, auch die, dass die Item-Aufheb-Sounds aus dem zweiten Teil sind, das finde ich sehr schön. Sehr nostalgisch für mich gerade. You used the rusted key. Let's go. Zwischen 1 und 2, ja, genau. Kann sein, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich kann es gerade wirklich nicht genau sagen. Wir haben auch unendlich Munition, wenn mich nicht alles täuscht, was das Ganze auch relativ chillig macht mit der Pistole. Ja, genau. Gut soweit. Und hier haben wir die heilige Kirche von Umbrella. Ja, es ist fast ein bisschen over the top, oder? Das ist fast ein bisschen zu viel, dass hier jetzt Umbrella eine eigene Kirche hat und verehrt wird. Wir werden bestimmt noch Dokumente finden, die das vielleicht ein bisschen erklären. Aber okay. Okay, ein alter Kirchenaltar, das Wort Umbrella ist an die Wand geschrieben. Jetzt ist Umbrella schon eine Sekte anscheinend. Glück gehabt. Ich finde dieses Feature ganz cool. Auf der einen Schultertaste ziele ich quasi, ne, dann aktiviere ich das Ziel für einen Round. Auf der anderen kann ich mir Points of Interest anzeigen lassen. Das ist so ein bisschen der Detektivmodus in dem Spiel, damit man auch wirklich nichts übersieht in den Räumen. Macht das Erkunden der Räume natürlich relativ einfach, aber hey, ist mir fast lieber, als dass man irgendwie durch Räume ewig lang durchgeht und man findet nichts. Und man muss auch tatsächlich nichts anklicken. Ich berühre die Objekte nur und dann wird automatisch die Sequenz ausgelöst. Löst. Naja, gut. Naja, Umbrella erschafft Monster und Dämonen. Das hat schon was Biblisches. Ja, ich meine, wenn man die Zusammenhänge zwischen Devil May Cry nochmal mit Umbrella Resident Evil in Verbindung bringt und so, wo wirklich wortwörtlich quasi in der Entwicklungsphase von Resident Evil 4 die Biowaffen zu Dämonen wurden. Ja, das ist, ne, ja, symbolisch hat das schon was. Hi Gerhard, wie geht's? So, eine alte Uhr, die tickt. Da ist ein Glockwinder, wie sagt man das im Deutschen? Ein Uraufziehdingens. Und das nehmen wir jetzt weg. Das Uraufziehdingens. Her damit. Hat sowas wirklich einen Namen im Deutschen? Ein Glockwinder bestimmt. Ein Urschlüssel vielleicht? Das kommt mir gerade irgendwie richtig vor. Aber keine Ahnung. Aufziehschlüssel oder sowas. Und hier haben wir noch den Kapellenschlüssel. Sehr schön. Wie wir das 10 von 10 Umbrella-Mitarbeiter arbeiten gerne an nackten Frauen. Was? Die Referenz verstehe ich gerade nicht. Das Uraufzieh-Dings, wer kennt's nicht? Even. Auf
fand es auch sehr interessant, dass in Resident Evil Gaiden am Ende dieser Leon grünes Blut hatte. Hey, ohne Witz jetzt, Resident Evil Gaiden wird oft so ein bisschen als dieser trashige, weirde Spin-off verschrien, aber ich bin schon sehr gespannt, wenn wir es nochmal spielen, weil die Story von dem Spiel ist überhaupt nicht schlecht. Das hat Twists und Wendungen und Doppelagenten und wem kann man trauen und wen nicht. Und am Schluss, wie du jetzt schon sagst, kann man, glaube ich, vorwegnehmen, bei so einem anderen Spiel wird deutlich angelehnt oder deutlich angedeutet, dass Leon in Wirklichkeit tot ist und dass eine formwandelnde Biowaffe seinen Platz eingenommen hat. Ein ziemlich geiler Cliffhanger. Ich finde es fast schade, dass die aus dem Spiel nicht mehr gemacht haben, muss ich euch sagen. Okay, das bin gerade nicht ich, das ist eine Cutscene. Ich weiß nicht warum, aber... Sehr wichtige. Danke Spiel für diese sehr wichtige Cutscene. Sonst hätte ich vielleicht dieses Dokument nicht gefunden, wer weiß. Das Tagebuch des Kirchenmanagers. Ist das ein Pfarrer oder was ist ein Kirchenmanager? 7. Oktober 1998. Ich mache wieder eine lustige Stimme für den Kirchenmanager. Der klingt... Hä? Der klingt so. Oder so. 7. Oktober 1998. Heute sind die Anführer jedes Bereichs der Stadt mich eingeschlossen zu einem Meeting zusammengekommen, um mit dem Commander zu reden. Oh, das Briefing hat die Zerstörung von Raccoon City betroffen. Während der Konferenz wurde die ganze Schuld auf den Rücken von William Birkin geladen. Er hat die Firma verraten und wollte den G-Virus für sich behalten. Der Kommandant hat uns erzählt, wenn wir Verräter so wie Birkin sein sollten... Nee, warte mal ganz kurz. Wenn es Verräter ähnlich wie Birkin in der Stadt geben sollte, sollten wir sie sofort hinrichten, ohne weitere Fragen zu stellen. Ich stimme dieser Verordnung des Commanders vollherzig zu. Vollen Herzens. Diese Stadt ist wichtig für Umbrella und das Labor in Raccoon City war wichtig oder irgendwie sowas. Okay, und jetzt ist es sogar noch viel wichtiger als vorher. Wir dürfen es nicht zulassen, dass ein ähnlicher Ausbruch in dieser Stadt hier passiert. Wir können Umbrellas Effort... Billion-Dollar-Facility. Wir können Umbrellas Bemühungen in dieser Stadt eine Billionen- oder eine Milliarden-Dollar-Einrichtung zu erschaffen nicht zugrunde gehen lassen oder so ähnlich. Wir sollten ein genaues Auge auf unser Personal in der Zukunft werfen. Ja. Okay, danke, Kirchenmanager. Ich schaue mir mal die Plakate an. Vio. Das sieht ein bisschen aus wie Chess Rabbit oder wie das hieß, ne? Mhm. Aber das mit der Biowaffe und dem toten Charakter haben wir doch bereits in Resident Evil 7, 8. Hä? Habe ich oben was nicht gelesen? Bezieht sich wahrscheinlich nicht auf mich. Leon darf aber halt nicht tot sein. Das geht nicht. Die Idee haben sie ja quasi später in Resident Evil 8 aufgegriffen. Ethan ist schon tot und er ist nur noch Schimmel. Ja, aber es wäre ein cooler Plot-Twist. Es wäre ein cooler Twist, wenn plötzlich wirklich eine Hauptfigur stirbt, tatsächlich, und böse ist. Laut diesem Dokument spielt Survivor aber nach Resident Evil 2. Ja, ganz sicher sogar, genau, kann man sagen. Und wahrscheinlich auch nach 3, genau. Auf jeden Fall, ich würde auch sagen, nach dem Dokument spielt es definitiv nach 2 und 3. Zwischen 3 und 4. Vielleicht so Code Veronica-mäßig, ne? Ich guck jetzt mal kurz, wisst ihr was? Das sind ja alles Sachen, die ich mit Sicherheit schon mal wusste und in irgendeinem Video verarbeitet habe, aber gerade weiß ich nicht mehr. Ich guck mal kurz Resident Evil Timeline, ob wir da schnell irgendwie eine einfache Grafik sehen, die uns das genau erklärt.
Blibla Blue, Nemesis, Outbreak, Outbreak 2, Resident Evil 3, Nemesis, Resident Evil 2, Alala, Chronicles, Survivor, genau, da haben wir es. Survivor spielt im November 1998, also ziemlich genau ein Monat oder zwei, ja, ein Monat nach den Ereignissen von Raccoon City auf China Island. Und tatsächlich 2 Monate vor Code Veronica. Okay, dann können wir es zeitlich jetzt ungefähr einordnen, wo wir uns da gerade befinden. Relativ nah zusammen alles, aber eben doch ein paar Monate Unterschied. Nach Raccoon City, vor Code Veronica. Ein Pinball-Automat. Warum sollte so etwas in einer Kirche sein? Ich meine, die Pfarrer haben auch Freizeit, weißt du? Keine Ahnung. Lass ihn doch. Eine Arcade-Maschine, aber es gibt keinen Strom. Oh, oh Gott. Ich wollte dich gar nicht spielen. Ich wollte dich gar nicht stören. Brech ruhig deine Highscore. Meine Güte, hat der viel eingesteckt. Was war denn mit dem los? Der hat mich jetzt echt ganz schön erschreckt. Meine Güte. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der da im Eck steht. Sehr schön. Okay, cool. Wir haben hier irgendein Dokument gefunden vom Kirchenmanager. Let's go. Ich warte ja immer noch darauf, dass die Wesker House aus dem Vulkan wieder ausgraben und ihn daraus neu züchten. Weskers Hose, ach so, ähnlich wie LeChuck in Monkey Island 3 aus dem Stiefel. Also wie gesagt, wenn die Wesker zurückholen wollen, ne, ich habe es ja schon oft gesagt, dann hätten die so viele Möglichkeiten. Die könnten das easy machen. Klone, wie du schon sagst, Reste von ihm, die wiederhergestellt werden. Oder alte Experimente von ihm. Gedankenübertragung, wie wir es ja auch in Revelations 2 schon irgendwie mitbekommen. Es gäbe ja unendlich viele Möglichkeiten. Vielleicht ist er nicht mal, wenn die wollen, ist ja rückblickend nicht mal der Original-Wesker im Vulkan gestorben, ne? Könnte man alles machen. Ach so, Moment, die Uhr. Wir nutzen den Uhrenschlüssel-Aufzieher-Dingens an der anderen Uhr. Die sind universal übertragbar. Ein Remake von Gaiden würde ich geil finden. Ey, ich wäre dabei, ohne Witz. Super, super weird und wacky ein bisschen, aber total, finde ich auch gut. Nee, Gaiden ist nicht Kanon. Gaiden ist eins der wenigen Spiele tatsächlich, die nicht zum offiziellen Kanon gehören. Was ja eh ein bisschen lustig ist, weil irgendwie gehört der weirdeste Scheiß zum Kanon und es passt teilweise nicht ineinander und Capcom sagt offiziell einfach nur, nee, alle Versionen sind richtig. Sucht es euch aus, was euch am liebsten ist, so ungefähr. Aber Gaiden gehört nicht dazu. Weil eben Leon stirbt am Ende. Das kann man halt schwer irgendwie, ne, verbinden mit dem, was dann in Resident Evil 4 passiert. Im Grunde hat Resident Evil 4 Gaiden ganz offiziell überschrieben, weil das lässt sich nun wirklich nicht vereinen, wenn man es noch so gut meint. Wir haben den Kirchenhintereingangsschlüssel ausgezeichnet. Okay, warte mal, ich speichere mal kurz. Ich hoffe, es hat gespeichert. Ich bin mir nicht sicher. Doch, es hängt. Wenn es kurz hängt, ist es immer gut. Let's go. Vielleicht ist Wesker ja im Megamyzeten gespeichert. Und Rose mutiert zum neuen Wesker. Ich würde es Resident Evil zutrauen. Aber wann hätte Wesker jemals mit dem Megamyzeten Kontakt gehabt? Das ist, der war schon... Ich meine, theoretisch gibt es den schon seit 100 Jahren, ne? Aber... Ja, Wesker ist halt schon vor Village Loader 7 auch lange tot. Aber wer weiß, wo Wesker überall seine Finger mit dem Spiel hatte. Das stimmt schon. Trinken nicht vergessen. Mach ich. Immer wieder mal.
Au! Shit, nachladen. Zum Glück haben wir unendlich Munition. Gehen wir mal ans Telefon. Hallo. Okay, ist wohl keiner mehr dran. Über Spencer, der hatte ja Kontakt mit Butter Miranda. Ja genau, das stimmt. Warum nicht? Da könnte Wesker Kontakt irgendwie auch aufgenommen haben oder so. Ja, wie gesagt, man könnte alles machen, wenn man will. Wirklich, es ist vollkommen wurscht. Ja, man kann nicht wirklich entziffern, was da steht, ne? Keine Ahnung. Ist verschlossen. Ich glaube, ein VR-Mod wäre für das Spiel wirklich lustig. Ja, aber dann, ja, doch, ja, genau. Ein Remake davon in VR würde ich voll fühlen. Definitiv. Mit den schöneren Modellen aus Resident Evil 2 Remake und sowas. Ja, doch, warum nicht? Das Schießen ist auch ein bisschen weird. Im Endeffekt ist sehr viel Auto-Aim. Ich mache ehrlich gesagt kaum was. Blödester Moment zum Nachladen ever. Yeah, guckt euch Thompson an. Er ist einfach der crazieste überhaupt. Da kann sich Leon mal eine Scheibe davon abschneiden. Einfach mal schnell zwei Licker mit der Pistole wegschießen. Easy. Wir haben einen gecrackten Schlüssel gefunden. Das kommt mir aus meiner Jugend sehr bekannt vor. Aber in ganz anderem Kontext. Okay, weiter geht's. Ein Cracked Key. Da werde ich nostalgisch, wenn es um Cracked Keys geht. Ich denke an LAN-Partys und ach, schön waren die Zeiten. Ich glaube nicht, dass Spencer ohne Proben vom Megamyceten wieder gegangen ist. Wer weiß. Ich bin an den Lickern vorbeigeschlichen. Ah, okay. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vincent. Who is this? Vincent? Who's that? Wait. Am I Vincent? Vincent, you are a murderer. A murderer. A murderer? What are you talking about? Answer me. Who did I kill? Abgesehen von ganz vielen infizierten Menschen jetzt gerade eben vor einer Minute. Aber ansonsten, wen habe ich umgebracht? Vincent, also kommt aus Final Fantasy VII. Ich finde, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde die Atmosphäre in dem Spiel echt gut. Also ich meine, ne, optisch selbstverständlich veraltet und so, aber dieses leichte Rauschen im Hintergrund, das ist alles ein bisschen dunkel und düster und dann mysteriöse Anrufe irgendwie zusammenhangslos. Ah, irgendwie hat das was, muss ich schon sagen. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Now move out! Das sind jetzt sehr weirde Gegnertypen, die es auch nur in diesem Spiel gibt. Wenn Umbrella solche Biowaffen hat, warum, na, also keine Ahnung, warum brauchen die doch Tyrants und so weiter? Aber gut. What's that? Nee, das war nicht Hank. Das sind von Umbrella ingenierte, super Geheimagenten bewaffnete Monsterkerle mit Maschinenpistolen und sowas. Also Biowaffen, die aber Waffen benutzen können. Sowas wie schlechte kleine Mini-Tyrants. Ich glaube, der einzige Nachteil von denen ist, dass die irgendwie auf zwei Schuss sterben. Das macht die ein bisschen schlecht. Aber dafür können die massenproduziert werden. Massenproduzierte kleine Biowaffen-Hunks.
What the? Die hören sich an wie Wildkatzen, ja, voll. Die, Vincent! Die! Nach dem fünften Schuss hat sein Spidey-Sense endlich mal getingelt, ne? Steht da und lässt sich fünfmal beschießen und dann Rolle! Sehr gut. Ah, was haben wir denn da? Den Arcade-Key. Sehr gut. Irgendwie stehen in der ganzen Stadt einfach nur überall Arcade-Automaten, oder? Das ist eine gute Frage. Vielleicht will er Vincent und alle Biowaffen töten. Oh, guck mal hier. Dino Crisis. Damit geht's morgen wieder weiter. Gleich mal schönes Foreshadowing für morgen. Man kann leider echt nicht erkennen, was das für Spielautomaten sind, ne? Ha, naja, wurscht. Let's go. Dino Crisis, kann man sehen. Kennst du die Sturmtruppen aus Star Wars? Selbes Prinzip, ja, genau. Luschig. Ich muss, glaube ich, meine Aussage zurücknehmen. Das ist wahrscheinlich so ziemlich die schlechteste Biowaffe, die Umbrella jemals erschaffen hat. Selbst wenn die Waffen benutzen können. Manhole Opener. Okay. Die machen halt irgendwie nichts damit. Die fauchen und dann fallen sie tot um und werden Matsch. Lady Dimitrescu ist die Schwester von Alexia Ashford. Okay. Auch ein interessanter Take. Blip. Erste-Hilfe-Spray. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Ah, noch eine Tür. Gut. Rein damit. Genau, für den kleinen Geldbeutel. Die Biowaffe für den kleinen Mann. Reicht's nicht für einen Hunter? Kein Problem. Umbrella hat an sie gedacht. Die Biowaffe für den einfachen Mann. Eine Handgun C. Ist die besser als die Handgun A? Ist auf jeden Fall Resident Evil 2iger. Die Glock 17, eine kleine Leichtgewicht-Gun, die aus Plastik gemacht wurde und berühmt für ihre Stabilität ist. Und die Handgun C, was haben wir da? M8000 Cougar G. Diese Waffe ist bekannt für ihre exzellente Präzision dank ihres rotierenden Laufs. Ihrer rotierenden Laufrückschlagsaktion. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich nehme die Handgun C. Die haben wir neu bekommen. Die ist bestimmt gut. Die hat ein kleineres Magazin als die A. Also nehme ich mal an, die ist stärker oder so. Keine Ahnung. Ich speichere mal kurz. Blub. Ja, ich spiele Resident Evil Survivor zum ersten Mal. You have used the manhole opener. Der Anzug kostet extra mit Pfand, ja. Und gemeinerweise blubbert er dann weg, wenn die sterben. Das sind Umbrellas Methoden. Pfand kriegt man nie wieder. Eine Kanalisation ohne Spinnen. Er fühlt sich an wie ein Haus ohne Hund. Da fehlt einfach was. No one is admitted to this room without a punic. Keep out. Okay. Dann gehen wir mal rein.
Ja, nee, genau. Bitte, bitte keine Spoiler an der Stelle, wenn ihr es schon kennt. Ich will das wirklich blind spielen. Okay. Ich hänge an irgendeinem Stuhl fest. Man kann nicht strafen in dem Spiel, ne? Es gibt nur drehen und vorne hinten. Das Tagebuch von Hausmeister Andy. Der Kanalisationspfleger, wenn man das so übersetzen will. Der hat bestimmt... Ne, in der Kanalisation, da muss man echter Kerl sein. Hi, Mr. Set, Alter, wie geht's? September der 6. Hi, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich habe gehört, dass sie ihn Vincent nennen. Er ist der Supreme Commander dieser Stadt geworden. Offiziell gehört er zur Elite, die vom Umbrella-Hauptquartier geschickt wurden. In Wahrheit... In Wahrheit ist er so ein Schurke, dass er nicht zögern würde, seine Freunde zu töten, wenn es ihm eine Beförderung verschaffen würde. Nun ja, da ich hier in der dunklen Kanalisation lebe, bedeutet mir alles das überhaupt nichts. 20. September, ich habe ein widerliches Gerücht gehört. Der neue Commander Vincent hat dem Einrichtungspersonal befohlen, jeden Tag. Was? Every day on kids brought in form all over the world. Also, okay. Vincent, der neue Commander, hat anscheinend sein Personal befohlen, jeden Tag an Kindern herum zu experimentieren, die überall auf der ganzen Welt eingesammelt werden. Ich weiß nicht mal genau, wofür die Kinder hier in die Stadt gebracht wurden, aber es ist ziemlich verstörend. Ja, das ist in der Tat ein ziemlich weirder Befehl von so einem Kommandanten. Das ist weirdly explicit, ne? Okay. Aber ich will mich da nicht einmischen. Solange es mich nicht betrifft. 10. Oktober. Es scheint so, als wäre oben irgendwo ein schrecklicher Unfall passiert letzte Nacht. Ich kenne keine genaueren Details, aber ich habe gehört, dass Commander Vincent irgendetwas schrecklich Grausames getan hat. 9. November. Heute. Endlich ist Commander Vincent hier runtergekommen für eine Inspektion. Wir haben ein bisschen Smalltalk gehalten, aber ich habe nichts als Grausamkeit in ihm gesehen. Als ich ein Bild von ihm als Souvenir geschossen habe... Was auch ein bisschen weird ist, aber okay. ...wurde er sehr wütend. Er ist einfach so ein Arsch. Okay, Janitor Andy... mag Commander Vincent nicht. Cutscene. Achtung, jetzt kommt. A picture. No. Dum, dum, dum. This is me. I am Vincent. It was all my fault. Damn it. Wir sind also der super grausame Commander. Wait. Please don't kill me. I didn't know anything about you then. Stop. In the name of love. Okay. Schrotflintenmunition. Und sonst gibt's hier nichts mehr. Wo bin ich reingekommen? Wo bin ich rausgekommen? Es gibt eine Karte, glaube ich, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Es ist sogar eine gute Karte. Das ist sogar eine brauchbare Karte. Dankeschön. Cool. Danke, Spiel. Dann gehen wir durch die Tür. Ich speichere mal kurz. Diesen großen Reveal müssen wir saven. Sehr wichtig.
Okay. Vincent ist wohl ähnlich nett wie Chief Irons, ja. Aber zu befehlen, explizit täglich an Kindern, entführten Kindern rum zu experimentieren, ist sogar noch mal ein Level über Chief Irons, finde ich. Naja, okay. Ja, doch. Ja, okay. Uah! Was soll das Spiel? Wo ist der Auto-Aim? Gute Kamera. Jumpscare. Okay, cool. Licker aus der Kanalisation. Der Licker war aber genauso verwirrt wie ich offensichtlich. Wir haben uns beide gleichermaßen erschreckt. Der hat auch nicht damit gerechnet, dass ich da unten bin. Nee, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er das auch getan. Auch wieder wahr, kann gut möglich sein. Da hast du recht, ja. Okay. Fair enough. Als mein Schulenglisch noch sehr am Anfang war und ich Chris' Tagebuch in Englisch gelesen habe, habe ich es mit Chris' Durchfall übersetzt. Ja, verstehe ich schon. Diary und Diarrhea. Na, klar. Na, dem Winter war halt langweilig. Was willst du machen? An dem Licker hättest du vielleicht einfach vorbeilaufen sollen. Ah, was heißt denn hier? Sollen. Easy. Ich will Monster kaputt hauen. Nix üben. Nix weglaufen. Oh. Oh! Wie kommt denn der da hinter mich? Okay, das war's. Das Kampfsystem ist weird. Aber hey. Es funktioniert, whatever. Lieber ein sehr simples und einfaches und ein bisschen doofes Kampfsystem, das aber nicht frustriert und einfach funktioniert und macht, was es soll, wie irgendwas Ausgeklügeltes, Ausgefeiltes, das einfach nur scheiße und frustrierend ist. Für Kaputthauen hast du aber die falsche Waffe. Ich hau den mit meinen Kugeln. Übertragenen Sinne. Ah, oh, der ist schon sehr nah an mir dran. Nein, er hat mich gebissen. Arsch. Na gut, den haben wir es gezeigt. Ich finde es schön, dass automatisch in jedem Raum neu nachgeladen wird und dass ich nicht irgendwie selber dauernd ins Menü gehen muss zum Nachladen. Das ist eine nette kleine Komfortfunktion. Finde ich schön. Danke, Spiel. Ja, weißt du, bis jetzt so, nach der ersten Stunde oder wie lange wir jetzt spielen, keine Ahnung, ist mein erster Eindruck, das Spiel ist definitiv kein Meisterwerk, aber hey, es ist irgendwie okay, es fließt so vor sich hin, es ist nett, es ist nostalgisch, nice, alles gut. Habt ihr schon was Gutes gegen lebende Dinge? Leider noch nicht. Bis jetzt habe ich nur eine langweilige Pistole. Die ist auch okay gegen lebende Dinge, aber schauen wir mal, ob wir noch was Besseres finden. Lesen wir erstmal das Tagebuch des Polizeichefs. Der ist bestimmt ein Arschloch. Ich wette es. Der spricht direkt aus dem Radio mit uns. 20. Oktober, Extrablatt. Today, we received a reply to our report. Was? Warte mal, ich mach den mal wieder aus. Was ist das eigentlich für ein Knopf? Keine Ahnung. Hallo? Egal. Also. Heute haben wir eine Antwort auf den Vorfall bekommen, bei dem 20 unserer Versuchskaninchen Suizid begangen haben. Das Hauptquartier scheint keinen Verdacht zu schöpfen. Und sagt, dass sie so schnell wie möglich versuchen, Ersatzversuchskaninchen für uns bereitzustellen. Es ist zu spät. Aber jetzt bereue ich, dass ich den falschen Report über den Massensuizid eingesendet habe.
da es ja eigentlich ein Massenausbruch war. Aber solange ich in dieser Stadt bleibe, bedeutet es den Tod, wenn ich es wagen sollte, Commander Vincent zu widersprechen oder zu enttäuschen oder irgendwie entgegenzuhandeln. Ich werde niemals sein grausames Lächeln vergessen. When he was shooting at the boys who tried to escape from the prison. Als er auf die Jungen geschossen hat, die versucht haben, aus dem Gefängnis zu entfliehen in dieser einen Nacht. Es sah so aus, als würde er einen Haufen Insekten töten. Commander Vincent ist wirklich eine kaltblütige Person. Genauso kaltblütig, wie die Gerüchte es beschreiben. Er ist ein wahrer Mörder. Report the truth. Ich bin in einer Situation, oder ich hätte die Wahrheit ans Hauptquartier schicken sollen, aber ich habe Angst vor Commander Vincent. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Wir haben außerdem noch den Gefängniszellenschlüssel und ansonsten sind wir hier schon wieder durch, ne? Na, dann gehen wir auch schon wieder. War der nicht schon tot irgendwie? Ich hab da sowas in Erinnerung. Aber wisst ihr was? Ich hab unendlich Munition. Ihr respawnt unendlich. Das ist ein fairer Deal. Ist okay. Na dann. Tschö. Ich muss aber gestehen, dass ich außer ein bisschen Resident Evil 4 auf der Wii und VR und Resident Evil 5 und 6 und ein bisschen 1 keins gespielt habe. Ja. Mei. Man kann nicht immer alles gespielt haben. Aber sind wirklich, also die Hauptteile, bis auf den sechsten Teil für mich persönlich zumindest, kann ich alle Hauptteile empfehlen. Alle gut. Von 1 bis Village, alle Remakes und Originale. Alles cool. Wir haben ein Seil gefunden. Hurra! Aha. Habe ich es mir doch gedacht. Was ist das? Nee. Okay. Ich glaube, wir haben es. Gut, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Kühlschrank? Ist noch was zu essen da? Leider nicht. Schade. Ich habe das Gefühl, wir müssen gar nicht zu so Objekten wie den Spinden und sowas gehen. Ich glaube, wenn irgendwo Loot ist, dann sagt mir das Spiel sehr offensichtlich Bescheid. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da großartig was übersehen könnten. Es ist eher nicht so rätsellastig, habe ich das Gefühl. Nackte Zombies. Hier schon. Also mit Gegnertypen spart das Spiel wirklich nicht, ne? Oh Gott. Weißt du, ein paar Zombies, dann werden gleich mal ein paar Hunde rausgehauen. Direkt nächster Raum, Licker. Jetzt kommen die nackten Zombies. Sein Genick ist mit einer scharfen Klinge aufgeschnitten worden. Das ist aber nicht so schön. Die nutzen alles, was Resident Evil 2 irgendwie an Assets zu bieten hatte.
Ich sage ja, Umbrella arbeitet an nackten Menschen. Ach so, ja, das stimmt. In den Laboren und so sind immer die Nackten. Okay. Let's go. Das ist voll gemein, oder, Jules? Das ist voll gemein. Die Zombies spawnen so oft direkt hinter einem oder direkt neben einem, wenn man den Raum betritt. Zum Glück gibt es diese automatisch auf wichtige Objekte zoomen-Taste. Aber das ist wirklich gemein. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die müssen sich irgendwie hinter der Tür verstecken oder so, dass das irgendwie Sinn macht. Nicht sehr aufmerksam, unser Hauptcharakter. Hey, bin ich irgendwie im Kreis gelaufen? Oder sieht hier einfach alles gleich aus? Ich bin vielleicht im Kreis gelaufen. Dann gehen wir wieder raus. Lest gerade, dass die E3 in Los Angeles nun für offiziell für tot erklärt wurde. Okay, das war abzusehen, ne? Das war abzusehen. Ich glaube, das wundert niemanden so wirklich. Die lag schon sehr lange im Sterben. Doom 3 hatte ja auch, dass Gegner hinter dir gespawnt sind. Ja, da waren es aber Dämonen. Was war das für ein Geräusch gerade? Das war knapp. Oh, was sehe ich denn da Schönes? Selbstverständlich liegt da eine Shotgun in den Duschkabinen. Wo sollte die auch sonst liegen? Ist ja logisch. Aber cool, wir haben eine Shotgun. Ich weiß jetzt gar nicht genau... Ups, was habe ich denn da gemacht? Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob wir die jetzt benutzen sollen, weil im Gegensatz zur Pistole hat die Shotgun bei weitem nicht unendlich Munition. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es in dem Spiel Bosse gibt, für die ich mir die aufheben sollte oder so. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich gerade so im Gefühl, ich benutze sie jetzt einfach, solange ich die habe und fertig. Keine Ahnung. Mal schauen, ob wir es bereuen werden. Ich dusche auch immer mit einer Shotgun. Eben, klar. Sage ich ja, also logisch. Wie soll man auch sonst duschen? Ohne meine Wassershotgun, mit der ich mir Wasser auf den Körper schieße, wie soll man sonst sauber werden, richtig? Es ist auch irgendwie logisch. Okay, ich muss mal kurz auf meine Karte gucken. Aha, geradeaus in die Tür, in die ich gerade gucke. Gut, let's go. Und the day before eingestellt. Ja, auch das war ja. Oh ja. Ich höre doch noch irgendwo einen Hund. Hunde mit der Schrotflinte bekämpfen ist definitiv sehr effektiv. Auch auf größere Reichweiten. Das ist eher, als hätte ich einen Granatenwerfer irgendwie. Guckt euch mal an, ich erzeuge richtige Explosionen mit der Schrotflinte. Meine Güte. Hi John Wick, wie geht's? Ich mag die Schrotflinte, muss ich sagen. Rotes Kraut. Leiter oder Tür? Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Das Gefängnis ist gerade irgendwie sehr verschlungen irgendwie. Nee, Tür ist unnötig. Okay. Gut, dann geben wir mal die Leiter hoch. In solchen Spielen nehme ich immer die Waffe, die volle Munition haben, bis sie ein bisschen Kapazität übrig haben, damit man noch Munition mitnehmen kann. Ich weiß gar nicht, wie das Inventar in dem Spiel funktioniert, ehrlich gesagt. Könnte sein, dass das hier tatsächlich unendlich ist. Ich weiß wirklich nicht.
verstehe auch nicht ganz, was ich hier jetzt eigentlich sehe und soll. Ist das hier eine Leiter, oder? There's a hook on the wall. Use the rope. Yes, using wir das Rope. Nice. Hi, willkommen zurück, Darkness. Lecker Rotkraut mit Knödel und Zombiefleisch. Oh Gott, ist da ein Tyrant? Soll ich auf den schießen? Oh Gott. Er blutet. Wenn er blutet, können wir ihn töten. Aber wartet. Ich nehme die Pistole. Ich will, falls wir ihn doch nicht töten können, will ich nicht die ganze... Ich speichere an der Stelle mal. Will ich nicht die ganze Schubflinte kaputt machen. Oh Gott, oh Gott. Gucken wir mal. Ich werde jetzt einfach mal auf ihn ballern. Mal schauen, was passiert. Wir kriegen eine ordentliche Ohrfeige. Ah, Hulk Smash! Er wankt. Er geht zu Boden. Er ist tot. Wir können ihn sogar looten. Shotgun Bullets. Ach, das ist ja nett. Guckt. Okay. Du bleibst auch liegen jetzt, oder? Du stehst nicht wieder auf jetzt. Kommt einfach so ein Tyrant ums Eck. Was ist denn da los? Aus dem Nichts. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich höre Maschinengewehrfeuer. Ich höre Resident Evil Safe Room Musik die ganze Zeit auch. Ah, hier gibt es jetzt viele Wege, die wir gehen könnten. Ah, Treppe oder nicht Treppe? Ich gehe jetzt erstmal die Treppe hoch, glaube ich. Falls ich jemals wieder aus dem Menü rauskomme. Okay. Das sind... Ah, da kommen noch mehr. Das sind wirklich die schlechtesten Biowaffen ever. Also, das ist ja peinlich. Das ist ja mega peinlich, Umbrella, was ihr da produziert habt. Meine Güte. Ich hoffe, die sind wirklich billig in der Produktion. Ein echter Bayer. Da kommt ein Tyrant auf ihn zu und er redet nur von Kraut und Klößen. Ich muss sie wirklich mal gucken. Die Safe Room Musik ist komisch, ne? Bin das ich? Läuft da bei mir was? Ich wüsste nicht, wo die herkommt. Falls ich es bin. Wartet mal, ich mach mal alles Unnötige zu. Ich glaube, die ist im Spiel. Ich glaube, die ist im Spiel, die Safe Room Musik. Dauernd. Also ich wüsste nicht, wo die herkommt. Keine Ahnung. Auch wenn es mega weird ist. Aber wartet mal kurz. Die stockt aber auch nicht, wenn ich speichere. Es ist jetzt gerade ein bisschen mysteriös. Aber ich wüsste wirklich nicht, wo die herkommen sollte. Die muss aus dem Spiel kommen, wirklich. Ich weiß es sonst nicht. Naja, okay. Dann ist das mit der Musik ein Bug. Ja, vielleicht. Ich habe nichts mehr offen, außer hier Streamlabs, die beiden Chats. Und ich habe hier noch einen Ordner offen, den kann ich zumachen. Wenn der Musik verursacht, hätte ich aber Angst. Es ist auch so eine komische Dauerschleife. Ich wüsste nicht, wo die herkommen sollte. Musst du das R so rollen? Ja, muss ich tatsächlich. Da habe ich schon öfter drüber geredet. Ein hochdeutsches R, das hinten im Rachen ist, kann ich nicht. Das klingt bei mir super weird, wenn ich das versuchen würde. Das wäre Resident Evil. Wir betreten die Welt
des Horrors. Pack den Rucksack mit roten Rouladen und räudigen Rüden. Roland. Deswegen bleibe ich lieber bei meinem bayerischen R. Okilidokili. Items. Ich nehme wieder die Schrotflinte in die Hand. Weil warum denn eigentlich nicht? Mit der Pumpgun. Wir haben ja gerade vom Tyrant netterweise ein paar Schuss Pumpgun geschenkt bekommen. Was auch immer als nächstes kommt, kriegt das ab. Hört sich gut an. Ich finde, das klingt mega weird. Okay, für die ist jetzt gerade Pumpgun echt die größte Verschwendung überhaupt. Nee. Oh, ich bin auf Danger. Die haben mir tatsächlich Schaden gemacht. Ich muss alles zurücknehmen. First Aid benutzen. Aber trotzdem, für die brauchen wir... Ich nehme wieder die Handgun. Wir brauchen hier wirklich keine Pumpgun. Gucken wir mal, ob die Musik in der nächsten Cutscene oder so aufhört oder irgendwas, ne? Bin ich gespannt. Es hat aufgehört. Die Musik hat aufgehört. Das war die, du hast noch ein Heilspray im Inventar, Musik, glaube ich. Keine Ahnung, wo die herkam, aber es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Wir haben es geschafft, Leute. Keine Ahnung. Okay. Wir haben die Tür unlocked. Ha, interessant. Umbrella. Sollte ich so auch this sagen. Is where the city is controlled from. Oh. Oh. What's happening to me? What's happening to me? Was steht denn da? Ostrich-Bier. Okay, Strausenbier. Da werden Strausen gemolken und aus dem Strausensaft wird Bier gebraut. So macht man das in Australien, habe ich gehört. Nationale Spezialität. Wir haben wieder viele Türen, durch die wir gehen könnten. Schon langsam wird es unübersichtlich. Ich gehe einfach mal da, wo Enter steht. Das sieht richtig gut aus. Nein, Enter ist locked. Es ist eine Falle. Schade. Vielleicht gehen wir auch ins Umbrella-Hauptquartier. Ich weiß es nicht. Ich gehe ins Umbrella-Hauptquartier, wenn es geht. Gehen wir da mal rein. Let's go. Oh oh, was höre ich da? Licker. Das wäre jetzt ein guter Moment für eine Schubflinte gewesen, verdammt. Nein, schieß ihn doch aus der Luft, schade. Es wäre so cool gewesen, ne? Wisst ihr, und jetzt nach dem Kampf nehme ich wieder die Schubflinte in die Hand. Und dann kommt wieder irgendwie so ein Luschengegner. Ich weiß es ganz genau. Ah, aber ich mach's trotzdem. Shotgun. Combine. Mit Shotgun Bullets. Bam. Let's go. Ich fand die Musik und Sound der Resi-Reihe so gut, dass ich sie teilweise zum Schlafen nutzte. Oh, das würde bei mir, glaube ich, zu viel unheimliche Grusel-Assoziationen wecken. Oh, guck mal, wir finden jetzt schon Magnum-Munition. Ja, dann hauen wir jetzt mal Schrotflinte raus. Ich meine, wir haben noch keine Magnum, aber trotzdem. Vor allem ist die Musik... Gerade war noch Safe Room-Musik die ganze Zeit und jetzt wird es so dramatisch. Was ist denn hier los? Thank you.
Okay, nee. Nee. Wir schießen jetzt aber nicht. So ist es auch wieder nicht. Wir schießen jetzt nicht mit der Schrotflinte weiter auf Zombies. Das ist halt wirklich, was das moderne Spiele irgendwann mal eingeführt haben und Standard gemacht haben. Und das ist was, das vermisse ich einfach in absolut allen Oldschool-Spielen ever. Und zwar so eine Waffenschnellwechseltaste. Das bräuchte man einfach immer in jedem Spiel. Okay. Kurz einen Überblick verschaffen. Wir sind durch die Tür reingekommen. Dann gibt es tatsächlich nur eine Tür von hier weiter. Okay, geradeaus durch. Let's go. Speichern. Blup. Nee, auch die Safe Room Musik nicht, glaube ich. Es wäre mir zu. Das weckt trotzdem so unheimliche Assoziationen. Ich glaube, da würde ich nicht sehr gut schlafen, muss ich sagen. Die Musik, die da gerade läuft, wäre auch nicht sehr gut zum Schlafen. Musik ist schon sehr dramatisch. Als hätten die zwei dramatische Action-Musiken übereinander gelegt. Zu viel dann passiert da. Meine Güte. Bisschen weniger jetzt auch getan. Ich habe ehrlich gesagt mir gerade dieselbe Frage gestellt, Vampire Girl, wie lange ich noch streame, und ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht war es die Musik. Ich glaube, ich habe gerade einen Licker gehört. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen werde ich jetzt mal nochmal zur Schrotflinte wechseln. Aha. Oh oh. Bin ich gerade wirklich dem Schaden entgangen? Okay, cool. Gut ausgewichen. Good job, everyone. Ich habe noch einen Schuss Schrotflintenmunition, das lohnt sich nicht. Ab jetzt wird wieder mit der Pistole gekämpft. Ich könnte mal hier die Kräuter kombinieren, ne? Dann ist das Inventar ein bisschen übersichtlicher zumindest. Ich weiß ja nicht genau, ob es eine Begrenzung gibt und so. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber zumindest sind es ein bisschen weniger Items, die wir hier jetzt so ein bisschen schlecht, unübersichtlich sortiert drin haben. Equip! Let's go! Speichern! Oh, Dark Souls Musik könnte ich eher einschlafen. Doch ja, eher. Könnte ich mir eher vorstellen. Oh, Cutscene. Ich wollte schon auf das schießen, was da steht. Dabei bin ich das. Das wäre blöd ausgegangen. Hello! Can you hear me? Who are you? What are you doing? Answer me! Junge, das ist eine Sicherheitskamera-Control-Room. Weißt du, das funktioniert? Also, weißt du, wie Kameras funktionieren und Bildschirme? Okay. That escalated quickly. To see. Hat mich erwischt, das Spiel. Nee, Sprintentaste wäre schon auch nett, muss ich sagen. Er ist halt einfach der coolste Kerl überhaupt, ne? Er geht halt einfach. Er denkt sich so, okay, wenn der Tyrant geht, dann gehe ich auch nur. Ist nur fair. Wir bewegen uns alle einfach nur in normaler Gehgeschwindigkeit. Was für ein epischer Kampf. Ich glaube, das ist mein neuer Top, mindestens Top 3 Kampf in der gesamten Resident Evil Reihe. Oh, er hat mich erwischt. Dammit. Was für ein Battle.
Schlenderkampf. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wo wir gerade bei Sachen waren, zu denen man gut einschlafen kann. Dieser Bosskampf gehört dazu. Yay! Ey, einfach mal schnell zwei Tyrants umgebracht mit einer Pistole. Ich meine, keine Ahnung, was mit unserer Hauptfigur los ist, aber er ist schon mega krass. Vielleicht ist es dasselbe, ne? Kann sein. Nimm mal das, was da am Boden offensichtlich liegt. Was ist denn los mit dir? So, jetzt. Eine riesige Umbrella-Schlüsselkarte. Meine Güte, eine DIN A4-Schlüsselkarte. Und hier haben wir noch eine Notiz. Vincents Tagebuch. Nach allem, was wir bisher wissen, unser Tagebuch. Commander Vincents Tagebuch, 10. Oktober. Letzte Nacht ist eine Gruppe von Versuchskaninchen aus dem Gefängnis entflohen. Sie haben Waffen genommen und eine Rebellion gestartet. Die Versuchskaninchen, die verantwortlich für diesen Vorfall waren, wurden alle erschossen. Zu Tode, von mir selbst. Aber das wird einen Haufen Probleme vom Umbrella-Hauptquartier für uns bedeuten, wenn die davon Bescheid bekommen. Das könnte meinen Plan verderben, zum Hauptquartier zurückzukehren und meine Belohnung für meine großen Achievements hier in der Stadt zu kassieren. Ich habe den Gefängnispräsidenten damit beauftragt, den Inzident als einen Massensuizid zu tarnen. Aber ich werde auch alle anderen befehlen, die darin involviert waren, nicht darüber zu reden. 8. November. Die Leute, die... the people of the city who have been... die Leute in der Stadt, die gegen mich waren, versuchen jetzt Informationen über mich zu sammeln. Sie wollen mich ans Hauptquartier melden und ihnen sagen, was ich getan habe. Gestern hat mir dieser kleine Junge Lot gesagt, dass ein Spion in die Stadt geschlichen ist. Ich schätze, dieser Spion hat etwas mit der Rebellion zu tun, die gerade passiert. Ich lasse es für jetzt erstmal gut sein und will erst mal sehen, für wen er arbeitet und warum er hier ist. Dann werde ich ihn töten. Es ist eine traurige Geschichte, dass die einzige Person, der ich vertrauen kann in dieser Welt, ein kleines Kind namens Lot ist. 19. November. Die Leute in der Stadt bereiten anscheinend einen Verurteilungsreport für das Hauptquartier vor. People who are delivering the new guinea pigs next... den sie den Leuten geben wollen, die neuen Versuchspaninchen nächste Woche liefern. Sie sagen, sie haben Beweise für meine Untaten. Ich kann ihnen nicht erlauben, diese offen zu legen. Diese Zivilisten werden bereuen, was sie tun. Ich werde ihnen beibringen, was passiert, wenn man sich mir in den Weg stellt oder widersetzt oder so. 22. November. Jetzt wissen sie, wer die Macht in Händen hält. Ich habe den T-Virus in der ganzen Stadt verbreitet. Ich habe es natürlich so gemacht, dass es aussieht wie ein Unfall. Gleichzeitig habe ich natürlich in mein Tagebuch geschrieben, dass es kein Unfall war, damit es dann doch wieder Beweise gegen mich gibt. Ich bin immerhin ein böses Genie. Die Stadt ist komplett verseucht. Jetzt kann ich zurück ins Umbrella-Hauptquartier und meine Beförderung für meine großartigen Errungenschaften in dieser Einrichtung erhalten. Niemand kann sich mir jetzt noch widersetzen. Warte, es gibt doch eine Person, um die ich mich kümmern muss. Dieser Spion, ich muss ihn eliminieren. Diese Ratte, die in die Stadt geschlichen ist. Okidokili.
War's das? Sind wir hier fertig? Können wir das durch das Loch, durch das der Tyrant gekommen ist, gehen? Nee, es ist completely broken. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Kann es sein, dass die Bösewichte immer viel zu erzählen haben? Ja, auf jeden Fall. Die Antagonisten in Resident Evil Spielen sind immer die Figuren, die überhaupt irgendwas zu sagen haben, ehrlich gesagt. Okay. Die Tür ist verschlossen. Aber ich habe doch jetzt die Schlüsselkarte. Na also, sage ich doch. Speichern! Let's go! Nimm mal einen Stock und piek's Mr. X mal ins Auge. Jetzt läuft er nicht mehr. So. Nein, der lebt ja immer noch. Hey, du bist zäh. Du bist jetzt schon zweimal wieder aufgestanden. So, jetzt ist er tot. Er ist tot, Jim. Schon langsam werde ich müde. Gucken wir mal. Durchspielen können wir es heute sowieso nicht, ne? Einen Stream werden wir noch brauchen dafür. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt noch spielen. Ein bisschen noch. Cutscene. What? Vincent? It's me, your mother. My mother? Vincent, please. Listen to your mother. I want you to leave Umbrella. I want you to stop performing those terrible crimes and just come back home. Hi, Eric. Ey, wie weird ist denn das Spiel? Und die Synchro ist selbst für Resident Evil-Verhältnisse nochmal auf einem anderen Level. Meine Güte. Ist das gut. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. What is the tape you are listening to? I don't know. I was only listening to it because I'm so bored. My brother told me to wait here. Oh, let me go! Vor allem übersteuert die Boxen, das Mikro teilweise, mit dem die aufgenommen haben. Die sind nicht mal so professionell gemacht. Und das Laufen von dem Jungen war gerade so weird. Alles ist so großartig an dem Spiel. Put that down. I won't harm you. I promise. Liar. You'll kill me if I drop it. I'm not stupid. Now stay back. Don't come any closer. I know you think that I'm a murderer, but you're wrong. I would never do anything like that. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so großartig. Holy shit. Okay, wir haben Vincents Aufnahmen gefunden quasi. Gucken wir uns die mal noch an. Hey Lukas, vielen, vielen, vielen Dank für die 5 Euro auf YouTube. Dankeschön, das ist super nett von dir. Es freut mich sehr. Wiretapping Record of Vincent. Ist Wiretapping hier nicht Telegram. Morse-Code sowas, ne? Ja, ich glaube schon. Wir können nicht länger tolerieren, was Commander Vincent alles so tut. Um ihn seiner Position zu entbinden oder so, müssen wir
eindeutige Beweise gegen ihn und seine böse Handlung finden und sie ans Hauptquartier weiterschicken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das was bringt. Ich glaube ehrlich gesagt, Vincent hätte sich da keine Sorgen machen müssen. Umbrella wäre cool damit gewesen, egal wie grausam es ist. Die Musik bei dem Spiel ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja, ich denke es mir auch. Erst läuft eine Viertelstunde lang das Safe-Theme aus dem zweiten Teil in Dauerschleife und jetzt haben wir seit einer Viertelstunde lang actionreiches Gedudel, auch in Cutscenes, was überhaupt keinen Sinn macht. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist, aber holy shit, ich kann auch bald nicht mehr. Er ist sehr intelligent und vorsichtig. Als letzte Maßnahme, auch wenn es sehr gefährlich für uns war, nutzen wir eine hier Wiretap-Telefonverbindung für Konversationen. Endlich haben wir Beweise gefunden, die potent genug sind, um ihn von seiner Position zu berauben. Dieses Morse-Code-Dingens, Konversation, über den Gefängnisausbruch letzten Monat. Diese Konversation beweist, dass er diese jungen Leute alle selber erschossen hat und dass er es versucht hat zu vertuschen. Diese Konversation. Before coming to the city, Vincent had killed. Und bevor er in die Stadt gekommen ist, hat er seinen Kollegen getötet, nur um befördert zu werden. Wenn wir es schaffen würden, diese Aufzeichnung zur Kooperation zu bringen, die nächste Woche hierher kommen, um neue Versuchskaninchen zu bringen, dann würde das sicher klappen und dann würde die Stadt endlich wieder ein friedlicher Ort werden. Olle Ki, olle. Okay, alles klar. Die Actionmusik ist tatsächlich normal. War bei mir auch so. Na dann. Ich mache einen Remix davon. Okay. Wow, ist hier irgendwas explodiert oder so? Meine Güte. Warum ist denn hier alles so schwarz und verbrannt? Muss man nochmal kurz die Karte checken. Falsche Taste. Hey, aber dass man das ganze Spiel lang nicht offiziell speichern kann, was ist denn da eigentlich los, oder? Ist das Absicht? Holy shit. Oh, da ist schon wieder ein Tyrant-Loch in der Wand. Rotes Kraut. Ist das Einzige, warum wir hier sind? Nee, warte mal, da gibt es irgendwie Aufzüge oder so. MC Lance Goodbird, der Remix wird mit 8 Armen. Ja, genau. Dabei hat er nur 2. Jeder Tentakel hat eine eigene Schallplatte. So machen wir das. Ach, warum drücke ich denn immer die Taste, ey? Okay, da wird eine Tür auf die Karte eingezeichnet. Ich weiß überhaupt nicht, ob die existiert. Wahrscheinlich ist der Aufzug hier gemeint. Der Aufzug hat noch nicht... Ah, lass mich raten. Ja, Tranchy ist wieder da. Aber das Loch war irgendwie vorher schon da, ne? Ein bisschen komisch. Oh nein, ich hab grad Laufen, ich hab das Laufen entdeckt, Leute. Jetzt hat Trench überhaupt keine Chance mehr. Es gibt eine Sprinttaste, das sagt einem das Spiel nur nicht. Oh mein Gott, Tyrant. Jetzt tust du mir fast leid, weil du so wehrlos geworden bist gegen... Ich hab meine Turnschuhe gefunden. Ich habe die Sporttasche gefunden, die ich vergessen hatte. Jetzt ist natürlich Feierabend. Man kann laufen. Cool. Na dann. Ab jetzt Speedrun. Ja, aber das ist wirklich witzig. Also das ist wirklich so weird. Das Spiel ist so weird. Weil guck mal, wenn ich hier... Ich habe ja extra nachgeguckt. Wenn ich hier auf Adjust... Nee, das bin ich auf den Screen gegangen.
wenn ich hier auf Button-Config gehe, wird mir angezeigt, was ich alles machen kann. Und bei der Taste, auf der ich sprinten kann, steht einfach nur Cancel. Da steht einfach nur Cancel. Bei der anderen Taste steht sowohl Bestätigen als auch Attacke, okay. Aber die Sprint-Taste ist die Cancel-Taste. Okay, gut. Hauptsache, wir wissen es jetzt. So, ist jetzt der Aufzug da? Ja, oder? Gut. Wow, Turboaufzug. Meine Güte, war der schnell. Entweder sind das sehr kleine Stockwerke oder wir haben ganz schöne G-Kräfte jetzt gerade hier gespürt. Also beim RPG Maker ist es auch die Cancel-Taste, weiß doch jeder. Ja, wahrscheinlich setzen die das als Grundwissen voraus. Das stimmt. Das macht Sinn. Aha, jetzt geht's in die Parkgarage oder was? Okay, meinetwegen. Bei der Survivor-Reihe haben sie echt einen technischen Rückschritt gemacht mit Razy. Ja, und nach allem, was ich gesehen und mitbekommen habe, ist ja der erste hier nicht mal der schlimmste. Ich bin schon sehr gespannt auf Survivor 2, der ja wirklich einfach ein Fiebertraum ist. Ich kann den Hund nicht mehr treffen, meine Güte. Jetzt sind es noch mehr geworden. KI von den Gegnern kommt witzigerweise auch nicht ganz klar mit der Situation. Der Hund ist jetzt einfach weg. Hallo, wo ist er denn hin? Der muss noch irgendwo da hinten rennen rum. Hallo. Er ist einfach kaputt gegangen. Okay, alles klar. Das Spiel ist großartig. Das Spiel ist großartig, weil es nervt mich nicht. Und es ist lustig, weil es so bekloppt ist. Es ist over the top, es ist schlecht synchronisiert, aber auf eine sehr schöne Art und Weise. Es ist irgendwie unabsichtlich lustig und es ist dabei nicht frustrierend oder nervig. Ich liebe das komplett gerade. Einfach Leckerlis werfen, ja. Habe ich ja quasi gemacht. Die Patronen waren die Leckerlis. Die guten Railgun-Shooter sind, finde ich, die Umbrella und Darkside Chronicles. Die fand ich auch cool. Auf die freue ich mich auch schon sehr. Bin ich gespannt, ob mir die noch so gut gefallen. Also, wir dürfen ja nur einen davon spielen, leider. Aber, ne, indiziert und so. Aber ja. Oh-oh. Das war ich gerade. Ich habe gespeichert. Das Game ist wirklich speziell. Ja, genau. Würde ich auch. So kann man es sagen, Marco. Ja, theoretisch ist es natürlich komplett albern, dass das Spiel noch auf dem Index ist. Aber das müsste halt nochmal von Capcom irgendwie eingereicht oder zur Überprüfung beantragt werden und so. Und das wird halt nicht passieren, außer die machen irgendwann mal eine Collection oder so. Weil selbstverständlich wäre das heutzutage nicht mehr indiziert. Aber ist es halt leider noch und da kann man halt leider Probleme kriegen. Auch wenn es komplett albern ist natürlich. Ein Hunter! Oh yeah! Jetzt geht's aber ab hier. Der war ziemlich zäh, muss ich sagen. Für Hunter sollte ich in Zukunft vielleicht tatsächlich was Besseres als die Handgun auspacken. Wobei das ja gut funktioniert hat. Der war aber auch weit weg und ich konnte ihn ein paar Mal cool aus der Luft schießen. Das war lustig.
Oh mein Gott! Riesige Riesenspinnen. Ich glaube, ich nehme Flammenmunition und Granatenwerfer. Es ist leider nicht ganz so effektiv gegen Lebendes, aber ne? Kill it with fire und so. Machen wir mal. Jawohl, das tut denen einfach mal gar nichts. Geht voll daneben. Voll für den Arsch. Das war gerade sehr verschwendet und ich finde es nicht gut. Aber sie sind tot. Whatever. Das war gerade irgendwie eine blöde Kollisionsabfrage. Irgendwie habe ich ein paar Granaten, glaube ich, durch die durchgeschossen oder so. Das ist jetzt wirklich so eine Arena nach der anderen, oder? Die Hunter-Arena, die Riesenspinnen-Arena. Nee. Nur die Pistole hat unendlich Munition. Das wäre natürlich schön. Weil dann würde ich nur noch mit der Pumpgun oder dem Granatenwerfer rumlaufen. Nee, die anderen Waffen haben alle begrenzte Munition. Nur die Handgun ist unendlich. Blaues Gift. Ich habe mich gerade gefragt, ob man vergiftet werden kann in dem Spiel überhaupt. Ist mir nicht passiert. Aber mir ist das jetzt in der kompletten Trilogie von Resident Evil, glaube ich, kein einziges Mal passiert, dass wir vergiftet waren, oder? Kein einziges Mal. Vielleicht einmal. Ich weiß nicht. Ich will nicht lügen. Aber ja, vergiftet wird man wirklich nicht oft in dem Spiel. Dafür kann so ein gemeines Vergiften sein schon ein Game Over im Grunde bedeuten, wenn man kein blaues Kraut mehr hat. Aber da muss man sich, also muss man sehr viel Pech haben und sehr oft irgendwie vergiftet werden, ne? Ja. Okay. Ein Klavier. Eine ordinäre Küche, kann man wirklich so übersetzen. Es gibt nichts Auffälliges daran. Aber ordinär ist so negativ besetzt im Deutschen, ne? Es ist halt eine gewöhnliche Küche. Genau, darauf wollte ich anspielen, Vampire Girl. Das hatte ich auch im Kopf. Schau mal! Quatsch, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Was ich jetzt gerade wieder im Kopf hatte, war, schau mal, Mutti, ein Esel. Das ist wieder ganz ein anderer Sketch. Lotz Tagebuch. Dann wird es eine Kinderstimme. 10. September. Ich habe Gefangene in der Arkade heute gesehen. Sie hatten ganz müde Augen. Ein Mädchen hat sogar gesabbert, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einige Jungs waren böse zu mir. Sie haben kaputte Klamotten getragen und verrottet gestunken. So wie Papa und Commander Vincent mir gesagt haben, sind sie sehr andere Leute wie unsere Umbrella-Familien. Papa hat mir gesagt, sie haben sie auf diese Insel gebracht, damit sie sie operieren können und sie in gute Menschen verwandeln können. Ich glaube, sie machen das Richtige. Ich hoffe, sie werden gute Menschen irgendwann. 15. Oktober. Ich habe gehört, dass Commander Vincent diese Leute umgebracht hat, die versucht haben, aus dem Gefängnis zu fliehen. Ich frage mich, warum so etwas passiert. Ich weiß, sie sind minderwertig im Gegensatz zu uns, aber musste er sie wirklich umbringen? Ist das, woran er... Was... Is this what I believed in? Ist es das, woran ich geglaubt habe? Umbrella und mein Papa hätten ihnen doch helfen sollen.
und sie operieren sollen, damit sie nicht mehr so minderwertig sind. Warum haben sie sie getötet? 23. November. Die Stadt ist in kompletter Panik. Monster sind überall und sie greifen die Leute an. Die Umbrella-Leute waren sehr... welche sehr nett waren, haben mich plötzlich angegriffen. Ich brauche Hilfe. Bitte, irgendwer muss mich retten. 24. November. Mein Papa und meine Mama haben sich in Monster verwandelt. Einer der Überlebenden hat mir gesagt, dass Commander Vincent Leute in der Stadt in Monster verwandelt. Okay, ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich muss überleben und meine Schwester Lily beschützen. Koste es, was es wolle. Wir müssen aus der Stadt fliehen. Gemeinsam. Ende. Okay, let's go. Oh, guck mal, das sieht sehr stark wie Ghosts and Goblins da oben aus, ne? Es ist ein bisschen sehr schlechte Qualität, aber wenn das mal nicht Arthur ist da, der Ritter, dann weiß ich es aber auch nicht. Nice. Und das sieht sehr stark nach einem Street... Das ist Street Fighter. Da hat jemand irgendwie einen Street Fighter Comic als Poster an der Wand. Ja, why not? Warum denn nicht? Und ein Teddybär. Stell mir gerade vor, wenn wirklich ein Kind mit Heliumstimme vor einem steht und zum Beispiel ein Gedicht zu Weihnachten sagt. I won't hurt you. Where is your brother, Lot? Please, you have to save my brother. He said he's going to the factory by the ropeway. Factory? He told me that he could find a way to escape from this place inside the factory. But there are tons and tons of scary monsters there. I know that if he goes there, he's going to be killed. What? Please. Ich glaube, das wird tatsächlich noch erklärt, das Knuddel. Das ist gar nicht so abwegig. I promise. Don't cry anymore, Lily. I may have been a bad person, but that was before. That's not who I am now. I will save these two kids. I swear it. Lily, you hide here. I'll go find your brother and then come back for you. True Darkness 35 ist jetzt ein Bird Rider. Verzeihung, tut mir leid. True Darkness, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Weil oben gerade geschrieben wurde, dass hier das Knuddel meinte, Vincent hat doch nur den T-Virus freigelassen. Wo kommen dann die Hunter und Mr. X her? Bei den Hunters bin ich mir nicht sicher. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber Mr. X wird macht tatsächlich Sinn, weil der Teil, so weird klingt, tatsächlich bis heute gültige Story, gültige Lore ins Resident Evil Universum integriert hat, die sogar von dem Resident Evil 2 Remake jetzt kürzlich erst wieder bestätigt wurde. Also tatsächlich ist hier eine Tyrant-Fabrik und wir lernen sogar noch ein bisschen was über Umbrella und die Tyrants und so weiter. Das ist schon tatsächlich, ja, gar nicht so unlogisch, dass hier so viele Tyrants unterwegs sind.
Ich habe mal eine Frage. Mit was lässt du die Subs vorlesen? Das macht tatsächlich Streamlabs. Das Programm, über das ich auch streame, hat das automatisch integriert. Das kann man, wenn man sich da anmeldet, wenn man sich ein Profil macht, kann man das einfach aktivieren und hat da auch relativ viele Einstellungen. Kann man viel feintunen, wenn man will. Genau. Hier hätte man Zombie-Kinder einführen können. Capcom wollte ja, oder die Entwicklungsteams wollten ja schon öfter Zombie-Kinder tatsächlich in Resident Evil einführen. Aber Shinji Mikami war da kein Fan davon. War ihm zu krass. Kann man auch verstehen, aber wäre natürlich ziemlich Horror-Schocker-mäßig auch sehr effektiv. Ui! Ob das der Vater von den beiden Kindern war, den ich da gerade erschossen habe? Ich meine, warum wäre er sonst im Schlafzimmer? Es sieht sehr unbeschädigt aus, ne? Keine kaputten Fenster und so. Naja, naja. Viele verschiedene Bücher von Umbrella. Warum bin ich hier reingegangen? Wirklich nur, damit ich den armen, infizierten Kerl hier erschieße? Okay. Deswegen wurden ja auch die Monster in der Schule von Silent Hill 1 ausgetauscht. Gewalt gegen Kinder ist so eine Sache, ja. Wie viele der Zombies sehen auch eher aus wie Zivilisten und nicht wie Forscher oder sowas. Na, es war ja auch wirklich anscheinend eine ganze Stadt, die irgendwie schon unter Umbrellas Kontrolle war, aber jetzt nicht unbedingt eine komplette Forschungseinrichtung so. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt wieder raus, oder? Soll ich nochmal zu dem Kind gehen und gucken, ob die noch da ist? Ich schaue mal nochmal, ob die da ist und ob wir mit der nochmal interagieren können. Die Tochter von Kando. Ja, stimmt. Das ist aber auch eine krasse Szene. Aber technisch gesehen ein Zombie-Kind. Aber halt kein Gegnertyp, gegen den wir kämpfen. Nee, wir können nicht mehr wirklich mit ihr interagieren. Okay, dann gehe ich jetzt mal aus der Tür raus und hoffe, dass dann irgendwas passiert, das uns den Weg zeigt. Hey, liebe Landsquid, ich habe deinen Kanal abonniert und deine Videos geliked. Du zockst Resident Evil. Ich liebe Resident Evil auch. Das freut mich, Alexander. Schön, dass du da bist. Und dass es dir gefällt. Gut, dann hauen wir mal ab hier. Ja, gerade, also gerade in Deutschland war das ja indizierungstechnisch, beschneidungstechnisch sowieso nochmal was ganz anderes. Also selbst wenn es in den alten Resident Evil-Teilen Zombie-Kinder gegeben hätte, wären die garantiert nicht bei uns irgendwie released worden. Wer weiß, ne? In einem Paralleluniversum wäre vielleicht Resident Evil nicht mal bei uns erschienen, aus genau so einem Grund. Okay, ich speichere mal, bevor wir da hochgehen. Das kommt mir unheimlich vor. Waren wir gerade offline? Wir waren gerade kurz offline, oder? Aber jetzt sind wir wieder da. Ne? Okay, Leute, die Bugs kommen. Die Bugs kommen. Die Abbrüche kommen. Das Internet spielt verrückt. Wir machen jetzt Schluss für heute. Wir hatten so einen guten, stabilen Stream für, weiß ich nicht, 8 Stunden gefühlt oder so. Dann würde ich sagen, beenden wir es jetzt, wo das Internet anscheinend zu spinnen anfängt. Ich wollte sowieso bald Schluss machen. Heute würden wir eh nicht mehr fertig werden mit dem Spiel. Dann würde ich fast sagen,
Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Abos, für die Subs, fürs Reinschauen. Schön war's. Morgen um 18 Uhr, wie gewohnt, geht's weiter mit Dino Crisis, das wir da vielleicht auch zu Ende bringen, damit wir dann mit Silent Hill 1 anfangen können. Und nächste Woche Dienstag wieder ganz gewohnt hier, Dingenskirchen, Survivor. Dankeschön. Dankeschön, das Knuddel. Ich danke dir. Na schön, Leute. Wisst ihr was? Ganz kurz. Hier war noch ein Hundegegner, den erschieße ich noch schnell, damit mich der nächste Woche nicht erschreckt. Moment. Den machen wir noch schnell kaputt. Oh, hier ist mindestens doch einer irgendwo. Ich glaube, der umkreist uns. Ich glaube, wir wissen beide nicht, was wir tun sollen. Okay, Hunde tot. Nochmal speichern. Und jetzt sage ich gute Nacht, schön war's. Tschüss.